Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part. Tja, heute, was machen wir heute? Nebenbei am Haus ein bisschen weiterbauen und wir bauen uns ein, ja, Backpack. Und zum Schluss machen wir daraus ein Lab-Pack. Ja, diese Packs sind sozusagen Energiespeicher für unsere Werkzeuge, dass wir mal auf den Minentour gehen, was wir jetzt auch bald machen werden. Dann brauchen wir Strom für unseren Mining-Drill. Und damit wir nicht so viel Spitzhacken verbrauchen, ist das schon ganz praktisch. Als erstes bauen wir uns den Backpack. Dazu brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Batterien. Und die Batterien, die waren hier hinten. So, da brauchen wir noch ein bisschen Zinn. Das können wir nämlich da alles mit. So, wir brauchen 6 Batterien, dann brauchen wir Kabel. Kabel, 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 da brauchen wir Kupfer. So, Kupfer haben wir. Und ja, es gab gestern mal keine Folge, weil bei uns hier im Haus umgebaut wird und so ein Krach war, dass ich nicht aufnehmen konnte. Und ich wurde in einem meiner Videos gefragt, in einem Kommentar drinne, wann denn ein Gastauftritt meiner Frau kommt. Tja, das haben wir uns auch schon überlegt und das wird bald passieren, nur leider zur Zeit nicht, denn ihr Rechner ist nicht funktionabel. Um es mal so auszudrücken. Es ist Netzteil irgendwie durchgebrannt. So, wir brauchen noch ein paar Kabel. Und wir brauchen noch Chipsätze. So, machen wir mal ein bisschen Ordnung in der Verteilung drin haben. So. Dann brauchen wir noch Zinn. Wir brauchen einen Chipsatz. Und schon haben wir ein Bedpack. So, jetzt brauchen wir noch das Labpack. Dieses Labpack tut 300.000 EU speichern. Das ist die Energieeinheit und da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lapis Lazuli Blöcke. Davon hat man ja ziemlich viel von den Lapu und dürfte ja kein Problem sein. Eins, zwei, drei, vier, so, fehlen uns noch zwei Lapo. Mitgenommen. So. Jetzt haben wir 6 Stück. Dann das Bedpack noch hier rein und dann fehlt uns noch der erweiterte Schaltkreis. Dafür brauchen wir wieder einen normalen Schaltkreis. Wir hatten sogar noch einen gehabt. Den können wir gleich verwenden. Dann brauchen wir 2 Glowstone, 4 Redstone. Hier Redstone und Glowstone. Wo hab ich jetzt den Glowstone? Hier. So, haben wir auch. Also Glowstone, Redstone und Lapo. Und schon haben wir einen erweiterten Schaltkreis. Gut. Hier oben rein, schon haben wir ein Labpack. So, mal sehen, ob die Charging Bench das aufladen kann. Natürlich nicht. Mal gucken, ob mein. Auch nicht. Dann
Das ist schon mal schlecht. Okay, draußen ist Nacht. Da werden wir mal schlafen gehen. Ich glaube, da muss ich erstmal die Charging Bench updaten. So. Dann machen wir das auch gleich mal noch, damit wir mehr Strom haben. So, was brauchen wir für dieses Upgrade? Schauen wir mal. So, hier ist das MV Charging Modul. Okay, eine MFE. Oh Gott, haben keine Diamanten. Was machen wir denn nun? Am besten, wir bauen uns noch ein Bedpack, denn ich glaube, das können wir eher aufladen. Und wenn wir jetzt zwei Speichereinheiten haben, ist ja nicht so schlimm. Ist ja gar nicht so schlecht. So. Den Chipsatz haben wir ja noch. Du hier rein, ein Bedpack, ist gar nicht so übel. Naja, da haben wir schon mal eine andere Sache auch schon mal. Dann laden mal auf hier. Hat auch genug Speichereinheiten, 60.000 EU, es ist schon viel. Und 10.000 frisst es immer, also. So. Tut natürlich alles leer. Oh, Sand ist auch schon wieder fertig. Können wir dich gleich wieder mit dazu tun. Du wieder hier rein. Bisschen Platz machen hier drinne. Tja, wir gehen nämlich demnächst wieder zusammen auf Minentour, aber nicht hier auf dieser Welt, sondern wir machen uns auch gleich noch ein paar Bücher. So. Also, was heißt das? Wir müssen Kühe. Naja, uns ein paar Kühe entledigen. Dann wollen hoffen, dass sie ein bisschen Leder haben. Zwei Kühe müssen wir mindestens übrig lassen, damit wir danach züchten können, sonst haben wir keine mehr. So, du noch. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4. Du noch. Sehr schön, da haben wir jetzt wie viel Leder? 7 Leder müsste reichen. Für ein paar Bücher. So. Gehen wir gleich noch ein bisschen Weizen holen. So, ein bisschen Weizen haben wir auch. Mal den ganzen Kram hier loswerden. Tja, die Feuersteine habe ich irgendwo anders noch eingelagert, aber. Tja, was meint ihr? Soll ich das Haus denn mit in Sandstein umbauen? Sprich, in dieselbe Größe wie unser neuer Anbau machen? Schreibt es mir in die Kommentare. Halt, ich wollte Kühe füttern. So, rein hier. Jetzt kommen sie wieder auf mich zu. Und gleich wieder aus der Hand gelegt. Okay. Hätten wir das auch schon mal geschafft. So, dann gucken wir mal schnell hier, was wir denn hier noch für Stein brauchen. Das sieht mir aus wie Sandstein. Meine Frau sagt mir, ah, mach doch hier oben Glas rein. Das sieht doch toll aus. Und dies werden wir auch tun. Ups. Da kommt kein Glas hin. Ist gar nicht so leicht hier mit Fliegen und dem bei Setzen. So.
wäre das ausgeschafft. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Vielleicht nehmen wir die andere Seite auch noch raus, aber bis jetzt können wir das eigentlich so lassen. Links und rechts davon. Gut, jetzt brauchen wir noch ein paar Sandsteine. Und hierdurch werden wir dann wahrscheinlich das Gebäude komplett umrüsten. Aber wir wollten hier erstmal noch ein paar Bücher machen. Und ein Bücherregal. Sozusagen, das können wir dann hier hinsetzen. So, das Glas muss erstmal weg. Ach, hier haben wir noch mehr als genug Glas. So, da brauchen wir ein bisschen Papier. Du hier rein. Hier haben wir auch noch genug Sand drin. Okay. So, wir brauchen Papier. Auch kein Brot. Ach, ich hab noch Weizen genommen. Okay, so, dann gucken wir mal, wie wir hier rauskriegen. Papier brauchen wir sowieso genug. So, das war das letzte. Drei Papier und zwei Leder. So, dann tun wir das gleich wieder weg. Du kommst wieder da rein. Das Zucker war ja hinten drin, Zuckerrohr. Genau, und dann können wir gleich das Papier mit rein tun. Das Lederfleisch mit dazu. Jetzt brauchen wir noch Federn. Haben wir noch Federn da? Tja, haben wir noch. Eine Feder haben wir noch. Gut. Als erstes machen wir uns das Linkbook. Das wird immer da gemacht, wo man gerade steht. Zack. Jetzt haben wir ein Linkbook. Ist ganz wichtig. Und jetzt machen wir uns ein Descriptive Book. Haben wir auch. So. Und damit uns die ganze Sache nicht umfällt oder hier irgendwo in der Gegend rumliegt, machen wir uns noch einen Buchständer. So, wir machen uns zwei verschiedene Arten an Buchständern. Einmal diesen. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das der andere. So, vielleicht. So war es gerade auch nicht. Dann war das bestimmt so. Auch nicht. Okay. Ach, jetzt muss ich ihn wieder raussuchen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er doch. Buchstaben. Ach, genau. Ein Holz. Und zwei Stöcke. So, machen wir uns gleich mal zwei Stück. Kann man gebrauchen. Okay, du hier rein. So. Du hier draufgelegt. Und unser Descriptive Book hier drauf. Plopp. Und dann wollen wir doch mal sehen, wo wir hinkommen. Ich will hoffen, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt. Aber mal sehen. Age 2. Ich habe da noch gar keins erstellt hier. So, auf geht's. In die unbekannte Welt. Sieht doch schon mal ganz neckisch aus. Tja, Schnee, Schnee, Schnee. Dann stellen wir uns hier mal unseren Buchständer hin und unsere Rückversicherung gleich hier draufgelegt. So, das sieht schon mal ganz neckisch aus. Vielleicht finden wir ja hier in der Welt, ach, hier gibt es sogar Pilze. Könnten ja mal ein bisschen höher fliegen. So. Auf alle Fälle ist es erstmal eine Schneelandschaft. Gut,
Jetzt habe ich wieder Dreck einstecken. Gut, dann machen wir uns mal hier einen Wegpunkt, damit wir wissen, wo wir nach Hause können. Die Farbe können wir lassen. Okay, mein Jetpack ist fast leer. Jetpack. Das lädt sich leider nicht mit dem Jetpack auf. Aber das macht nichts. So, jetzt haben wir uns eine neue Welt erschaffen und ich würde sagen, hier gehen wir dann später auf Minentour. Sieht auch ziemlich tief aus, auch wenn es eine eisige Landschaft ist. Und ja, jetzt bauen wir uns noch schnell die dazugehörigen Utensilien. Und zwar bauen wir uns einen Writing Desk. Der will gerade nicht. Ach ne, das war der Schreibtisch. So, nennt sich Laptop. Oder so ähnlich. Ist immer schlimm, wenn man suchen muss. Nein, unter Bock steht's auch nicht. Nein. Okay, dann müssen wir mal wieder durchgucken. Ist ja kein Problem. Nein. Diejenigen, die es kennen, die haben es bestimmt schon gesehen. So, wo ist es denn nun hier? Gott verdammt. Sind wir schon auf Seite 1 wieder und immer noch nicht gefunden. Das ist der Schreibtisch. Ne? Nein, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Sieht aus wie ein Schreibtisch, aber ich finde es gerade nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir haben eine neue Welt. Diese Welt werden wir dann in der nächsten Folge erkundigen und auf Minentour gehen. Denn wir brauchen Diamanten und ja, die Diamanten finden wir wahrscheinlicherweise dann dort ganz viel davon. Ich habe ja noch alles einstecken und würde sagen, dann tschüss, bis zum nächsten Part.